Ich empfehle Ihnen, das erstaunliche Telefon Samsung J5 Prime zu kaufen. Im September 2016 brachte Samsung die neue Version seines Samsung Galaxy J5 Prime Smartphones auf den Markt, das zu den J-Versionen gehört, die gute Spezifikationen und einen angemessenen Preis aufweisen. Samsung hat viele neue Funktionen und Ergänzungen hinzugefügt. Wir werden in jeder Hinsicht Licht ins Telefon bringen. Telefonspezifikation. Das Telefon unterstützt die 4G-Kommunikation über zwei SIM-Karten, Nano-SIM. Das Gewicht beträgt 143 Gramm. Quad-Core 1,4 GHz Prozessor. Eine 13-Megapixel-Hauptkamera mit einem Objektivschlitz von 1,9. Sekundärkamera, vorne, mit 5 Megapixeln, mit einem Objektivschlitz von 2,2. Der 5-Zoll Bildschirm nimmt etwa 69,4% der Telefongröße ein. 16 GB interner Speicher. 2 GB RAM. 2400 mAh Batterie. So, Marshmallow V6.0.1. Enthält einen Fingerabdruckleser. Samsung J5 Prime 2016 Telefonfunktion. Der Telefonbildschirm ist durch Corning Gorilla Glass geschützt. 2 GB RAM reichen aus, damit verschiedene Anwendungen und Spiele unterschiedlich ausgeführt werden können. Es enthält einen Fingerabdrucklaser sowie Beschleunigungs- und Näherungssensoren. Nachteile von Samsung J5 Prime. Der Akku ist schwach, nicht entfernbar und enthält kein schnelles oder kabelloses Laden. Die Pixeldichte des Bildschirms ist durchschnittlich, 294p. Es gibt kein eingebautes Mikrofon, um Geräusche beim Telefonieren auszublenden. Telefondesichen. Das Desichen des Galaxy J5 Prime kommt mir bekannt vor, da Samsung es in vielen Handys mit einem Schwermetalldesichen mit abgerundeten Kanten, einer Dicke von 8,1 mm und einem Gewicht von 143 Gramm übernommen hat. Die Abmessungen des Geräts betragen 142,8 × 69,5 × 0,18 mm. Ein 5-Zoll Bildschirm befindet sich oben auf dem Bildschirm. Rechts befindet sich der Lautsprecher, die Frontkamera ist 5 Megapixel groß und der Bewegungs- und Abstandssensor. Am unteren Rand des Bildschirms befindet sich die breite Home-Schaltfläche in der Mitte der Rückseite, die beleuchteten Task-Schaltflächen, auf die geklickt werden kann. Auf der rechten Seite des Telefons befindet sich die Schaltfläche zum Entsperren des Bildschirms und darüber befindet sich das externe Lautsprecherloch. Auf der linken Seite des Telefons befinden sich die Lautstärkeregler unter der Verbindung und der externen Speicherablage. Auf der Rückseite befindet sich eine 13-Megapixel-Rückfahrkamera, die von einem LED-Blitz unterstützt wird. Es gibt einen Eingang oben am Telefon, aber es gibt kein zusätzliches Mikrofon zur Rauschunterdrückung bei Gesprächen. Dies kann zu Problemen mit dem Anrufaudio am anderen Ende führen. Auf der Unterseite des Telefons befindet sich eine Standard-Kopfhörerbüchse. Daneben befindet sich ein Micro-USB 2.0-Eingang. Daneben befindet sich ein hochwertiges Mikrofon, das bei Gesprächen einen guten Klang liefert. Handybildschirm. Das Telefon verfügt über einen 5-Zoll-Bildschirm, 1280x720, mit PLS-DFT-Technologie, der 69,4% der Telefonfläche einnimmt, jedoch eine Dichte von 294p aufweist, was einer sehr guten Dichte entspricht. Der Bildschirm unterstützt Multitouch mit einer Kapazität von 16 Millionen Farben. Das Unternehmen bot Bildschirmschutz mit dem bekannten Corning Gorilla Glass, das dem Bildschirm eine höhere Kratzfestigkeit verleiht. Telefonleistung. Samsung hat sein Flaggschiff J5 mit einem 1,4 GHz Quad-Core Prozessor und einem Cortex A53 Chip ausgestattet. Mit diesem Prozessor fügte das Unternehmen zufälligen Speicher, 2G RAM, hinzu, der dem Telefon eine bessere Leistung verleiht, und es gibt keine Probleme mit der Vielzahl von Anwendungen und der Geschwindigkeit des Befehls. Das Telefon erzielte im ersten AnTuTu-Test 37.000 Punkte. Performance. Telefonkamera. Die Hauptkamera des Telefons hat 13 Megapixel mit LED-Blitz. Die Autofokuskamera bietet Gesichtserkennung und Berührungsfokus und unterstützt HDR, Panorama und 1080p Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde. Telefonakku. Der Akku des Geräts mit einer Kapazität von 2400 mAh ist nicht entfernbar und bietet eine gute Leistung, wenn Sie sich die Funktionen des Geräts und seine Verarbeitung ansehen. Leider unterstützt der Akku kein schnelles Laden. Der Inhalt der Telefonzelle. Wenn Sie die Box öffnen, werden Sie das Telefon,
die USB-Verbindung, das Ladegerät, den Akku, die Kopfhörer und eine Anleitung bemerken. Samsung J5 Prime Preis 180 Euro.